Hallo. Und willkommen zurück zu Vampire die Maskerade. Und ich habe mich ja in der Folge davor schon so sehr über diesen, ich weiß gar nicht, wer das war, aufgeregt, dass der so ein Scheiß über unseren Christoph redet. Von wegen, um das zu beschmutzen. Also sein letzter Anker der Menschlichkeit oder seines Glaubens, könnte man so sagen. Naja. Oh, ach hier. Wer steht denn hier? Hallo, dreckiger kleiner Kainit. Ach, der Sack. Ich bin Bruder Leo Alatius und töte Blutsauger wie dich seit 200 Jahren. Ich habe kein Verlangen zu kämpfen. Gut, dann gib dein Blut kampflos auf. Es wird wunderbar in meine Sammlung passen. Frühe Generation, 12. Jahrhundert, 1140, eine Dekade mit guten Vitae-Jahrgängen. Ich möchte nur fort von diesem Ort, aber ich werde euch töten, wenn ich muss. Deine Zeit ist abgelaufen. Du passt nicht in diese Welt. Du hast niemanden, du bist niemand. Ich werde dich von diesem fremden Land der ewigen Einsamkeit und Leiden erlösen. Ich habe nicht 800 Jahre ausgeharrt, um durch euch zu sterben. Ey. Ey. Ist auch wieder so ein... So ein Spinner. Wertvolles Blut bleibt mir hier. Da klaut er mir hier das Blut und dann kann ich es nicht mal von ihm wegtrinken. Zur Hölle mit euch! Ah, da werde ich hier mal noch so tun. Los jetzt. Der ist aber für so einen alten Hobby ist ja ganz schön stark. Diese alle beide daneben hauen, ey. Richtig epischer Kampf. Ja, kommt er wieder daher und meint so, ja, ich weiß es besser und du bist... Ja, keine Ahnung. Ich finde den voll arrogant. Man hätte auch schön mit dem reden können, mit dem Christoph. Gönne ich mir mal ein Stück Blut und lese das hier. Aus dem Tagebuch Vater Leo Alatius, Leopolds Gesellschaft. Diese verdammten Chimiske sind schwer ausfindig zu machen, denn sie haben die kriminellen Giovanni beauftragt, die Spuren ihrer Transporte zu verschleiern. Doch fließt erst das Blut meines schlafenden Vampirs durch meine Adern, werde ich sie finden und den schlafenden Vukodlak zerschmettern. Und mit Vukodlaks Blut in meinen Adern habe ich die Kraft, alle Vampire zu vernichten. Natürlich meine ich nicht alle. Ich werde eine gut erhaltene Vampirschar gefangen halten, die mich mit Blut versorgt. Und ich muss alle anderen Vampirjäger vernichten, damit diese Schar nicht gefährdet wird. So erlange ich unendliches Leben, ohne den Fluch Kains auf mich zu laden. Das wird einige Zeit dauern, doch ich habe alle Zeit der Welt. Die ersten 300 Jahre meines Daseins werden ein Wimpernschlag sein, verglichen mit meiner heiligen Herrschaft über die Erde. Morgen werden wir versuchen, ihn zu füttern, ohne ihn zu wecken. Ja, richtig heiliger Typ so, ne? Also, wenn das nicht, Gottes Zorn auf sich ziehen würde eigentlich. Pistole mit Zielvorrichtung. Na, dann hau ich die doch mal raus. Und nehm die mit. Mit 20 Genauigkeit. Ja, ist halt ein bisschen... Achso, hier ein bisschen genauer, ne? So, fliehen Sie vor der Leopolds Gesellschaft. Ja, ich habe ja jetzt auch den Anführer noch getötet. Also, die haben wir schon mal wieder vernichtet. Finden Sie die Quelle der Lieferung. Forschen Sie in London nach Hinweisen zur Erdlieferung. Ach so, ach ja. Moment. So. Ja, und da haben wir schon den nächsten Clan gehört. Die Giovanni sind auch ein Vampir-Clan. Ich könnte sogar noch mehr dazu sagen, wenn ich denn mein Heft finden würde, was bei dem Spiel mit dabei war. Ach, der hat wohl keinen Bock hier mitzumachen. Zur Hölle mit euch! Zitze. Noch eine Golduhr. Ich muss mal gucken. Plus 10, plus 20. Na gut. Wo geht's denn jetzt hier raus eigentlich? Oder muss ich wieder zurück? Wahrscheinlich. Denn unten war ja auch noch eine Tür, wo wir hätten lang können. Schrotflinte. Ich weiß nicht, ob ich die mitnehme. Aber ich habe keinen Platz für sowas. Diesen ganzen Schnickschnack. Ja, das ist wieder so ganz typisch. Meinen, sie sind gottgefällig oder so. Oder auf Gottes Spuren.
um die bösen Kreaturen zu erledigen, bedienen sich aber den ihrer Mächte und wollen dann selber die Weltherrschaft. Ach so, die Tür ist ja jetzt offen. Hab ich überhaupt? Ne, ich habe gar keinen Platz mehr. Okay. Und damit sind sie eigentlich auch böse. Der wollte mich ja auch nur nicht gehen lassen, weil ihm sonst mein Blut verwehrt bleibt. Nun ist mein Verstand am Ende. Ich bin durch den Schlaf verrückt geworden. Wenn ich nicht verrückt bin, dann ist es die Welt. Glastürme ragen über die höchsten Kathedralen hinaus. Stahlkarossen jagen durch die Straßen. Die gepflasterten römischen Straßen, über die ich einst als Kreuzritter schritt, sind nun ein einziges Band schwarzen Steins. Und diese Straßen sind mit nachtwandelnden Londonern überfüllt, die von der Gefahr der Vampire unter ihnen nichts ahnen. Sind sie durch die nächtlichen Phantomfackeln, die meine Augen schmerzen, mutig geworden? Meine Welt existiert nicht mehr. Und alles, was ich liebe, ist mit ihr untergegangen. Tja, so ist das. Wobei, hier ist noch ein bisschen gepflastert. Achso, ist irgendwie ein komischer Hintergrundton. Könnten auch so eine Art Grillen sein. Ja, Phantomfackeln sind auch schön für Lampen. Aber ein Fußgänger. Die stark sind aber. Meine Kleidung ist mit der Zeit zerfallen, wie es auch mein Körper getan hätte, wäre ich nicht verdammt. In diesen Lumpen kann ich nicht auf die Straße treten. Ich brauche passende Kleidung. Aha. Du brauchst noch viel mehr als neue Kleidung, Freak. Du gibst mir jetzt erstmal deinen Geldbeutel, hm? Ich spreche eure Sprache nicht. Aber eure Absicht ist durch die Maske über den Augen klar. Ihr seid ein gemeiner Straßenräuber. Was? Was soll denn das sein? Halt's Maul und her mit der Kohle! Ich gebe euch stattdessen meine Klinge. Hey, bist du verrückt? Hey, bist du verrückt, Mann? Au, bitte nicht wehtun. Nimm meine Sporttasche, bitte. Du brauchst Kleidung, stimmt's? Ich habe Kleidung, nimm sie. Aber tu mir nicht weh. Ich danke euch für die Gabe. Geht und stehlt nicht mehr. Ach gut, okay. Bin schon weg. Hä? Sieht ein wenig komisch aus. Da hätte man lieber bei der anderen Kleidung bleiben sollen. Ja, rennen wir halt mit dem Schwert noch rum. Aber jetzt hat er einen Zopf, ein Zöpfchen. Das sieht auch cool aus. Halt so oldschool, könnte man sagen. So richtig schön vintage, ne? Sein Stil. Aber er darf das. Er kommt schließlich aus dem 12. Jahrhundert. Der darf so rumlaufen. So, dann suchen wir mal noch. Moment, wo bin ich? Was haben wir hier? West London. Naja, ich hätte jetzt gerne einen Laden. Irgendwie ist das hier recht dunkel. Ein Bobby. Ey, Bobby. Ich hätte gern einen Laden. Was haben wir hier? Club Tenebrae. Nee, da will ich noch nicht rein. Ich will erstmal einen Laden finden und nicht schon wieder ins nächste stürzen. Der Schatten, der spackt hier ein bisschen rum, könnte irgendwie am Nebel oder so. Ich weiß nicht, ob's. Hallo, 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 was soll das denn hier bedeuten? Oh. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 was soll das denn hier bedeuten? Hallo, hallo, hallo. Ich hab da gar nichts gemacht, Mann. Lass mich in Ruhe. So, was haben wir denn hier? Krasser Club. Sieht aus wie ein Fetischclub. Naja, so fast. Sie entweder tanzt hier oder sie hat einen Anfall. Wir haben eine große Auswahl an Blut für jeden Geschmack. Wir haben Arbeiterblut, Managerblut und Tuntenblut. Wir haben junges Blut, altes Blut, verdorbenes Blut und blaues Blut. Wir haben unschuldiges Blut, erfahrenes Blut, Schnöselblut, hippes Blut, Generalswitwenblut und Pennerblut. Unsere Empfehlung des Tages ist eine saftige Jungfrau aus Bodenhaltung, direkt aus Iowa, frei von Zusätzen und Konservierungsstoffen. Die herbe Geschmacksnote wird durch einen knusprigen und erfrischenden Nachgeschmack verfeinert. Mhm.
Was ist denn Jungfrauenblut aus Botenhaltung? Haben sie die Frauen dann in den Boden geschmissen? Also das kann ich gar nicht. Kann ich auch nicht verkaufen. Auch nicht. Scheiße, ich kann ja nichts verkaufen. Doch, das Blut. Toll, das nützt mir ganz viel. Ja, Plasmabeutel könnte ich ja kaufen. Die sind sogar relativ teuer. Da muss ich mal kurz hören, ob überhaupt jemand da ist jetzt. Aber eigentlich um die Uhrzeit sollte keiner da sein. Oh, hier gibt es noch VT-Flaschen. Die sind auch ziemlich teuer. Oh, ich habe relativ viel Geld. Aber ich kann hier nichts verkaufen an den Typen, außer das Blut. Okay. Schade. Wer bist denn du denn? Brust. Ah, das Blut wird hier ganz schön verdünnt, was? Bist du frisch aus dem Grab? Neu dabei? Du siehst fast aus wie ein verschrecktes Karnickel. Macht euch nicht über mich lustig, Welpe. Ich bin weit älter, als ihr ahnt. Und habe mit euresgleichen keine Geduld. Okay, okay, okay. Hey, Wirt! Bring diesem alten Blutsauger einen Schluck Vite auf Rechnung von Pink vom Clan Brucher. Und verdünn es nicht, du sterblicher Wurm. Dies bringt die Farbe in deine Wangen zurück. Auf die Fledermaus, die dich gebissen hat. Ihr seid ein Brucher? Ein Prometheer? Ha, du musst ein Fossil sein. Die Prometheer sind Geschichte. Diese Verrückten sind seit langem tot, mitsamt ihren utopischen Idealen. Was das für ein Quatsch war. Wie heißt du, verkrustetes Relikt? Verzeiht mir, ich bin Christoph Romo. Oh, Christoph Romo. Christoph Romo, einst vom Orden der Schwertbrüder, einst ein Brucher Prometheer und nun... Nun weiß ich nicht was. Ausgelaugt. Einsam. Und verdammt. Verdammt. Da kann ich nichts tun. Aber mit Pink ist niemand allein. Besonders kein Brucher. Auf Christoph, den letzten der Prometheer. Willkommen in der neuen Welt, Bruder. Hoffe, dir gefällt, was wir mit dir gemacht haben. Wo auf dieser Welt wirst du also dein prometheisches Paradies eröffnen, Bruder? Ich wollte doch nur bei meiner Aneska sein. Eine Mieze? Ich habe schon von schlimmeren Paradiesen gehört. Aber meine teure Aneska wurde zum Ghoul des Chimiske-Monstrums Vukodlak. Nach so vielen Leiden und Verlusten wache ich auf, um festzustellen, dass ich alles verloren habe, weil ich sie verloren habe. Hey, nicht so schnell, Bruder. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie euer Mädel noch hier sein kann. Ghule können so lange leben wie wir. Natürlich nur, wenn sie ständig Blut der Chimiske bekommen hat. Und wenn einer von ihnen ihr den Kuss gegeben hat, dann ist sie heute sogar eine von uns. Nun, als Chimiske. Ihr macht es nur noch schlimmer. Ich wage nicht, so etwas zu hoffen. Es wäre ein Fluch, wenn die holde Aneska 1000 Jahre so leben musste. Glaub dem alten Pink. Alles ist besser als die Ruhe des Grabes. Es gibt sogar für uns Hoffnung. Wir können den Pfad zum Gipfel erklimmen, oder sowas. Meint ihr den Weg der Menschlichkeit? So etwas Ähnliches. Ihr habt recht. Sollte Aneska all diese Jahrhunderte überlebt haben, werde ich sie suchen. Ob sie ein Ghoul des Monstrums Vukodlak oder einer seiner Vampire ist, ich werde sie finden. Sie finden und ihn zerstören. Er wird mit warmem Blut bezahlen. Und wenn ich nur ihr Grab finde, werde ich mich für ihre Seele freuen. Leidenschaft ist selten bei Vampiren. Blutleeres und feiges Pack heutzutage. Weißt du was? Ich helfe dir, dieses Mädel zu finden. Ich hasse die Chimiska auch. Ich möchte auch meine Zähne in sie versenken. Ja, jetzt kann man endlich mal wieder ein bisschen was quatschen. Also, ich habe mir gedacht, so prometheisches Paradies wäre eigentlich ein cooler Name für einen Club oder einen Pub oder so, ne? Ich brauche keine Hilfe, mein lieber Pink, ihr ehrt mich. Ich nehme euer Angebot an. Klingt fast ein bisschen, naja, ne? Ihr wisst schon, aber er ist ja von früher. Man merkt schon richtig den Unterschied zwischen Mittelalter und Neuzeit und auch noch so ein Punk. Mein lieber Pink, ihr ehrt mich.
Ich nehme euer Angebot an. Du brauchst mich, um dich hier zurechtzufinden. Die Camarilla hat eine Menge Regeln. Wisch dir den Mund mit der falschen Hand ab und sie schicken dir den Justikar auf den Hals. Was? Was? Nichts, nur ein Scherz. Ihr seid nicht wie die Vampire meiner Welt. Die meisten haben mir nur um ihres eigenen Vorteils willen geholfen. Tja, wir letzten Brucher müssen zusammenhalten, auch wenn du ein verstaubtes, altes Fossil bist. Also, wo hast du das Mädel zuletzt gesehen? Ich sah Aneska zum letzten Mal vor dem Niedergang der Chemiske in Prag. Ich habe erfahren, dass die Chemiske nach London reisten und von da aus über die See in ein Land im Westen, New York genannt. Vielleicht liegt dieses New York in Irland. Nein, seit der Hungersnot ist ganz Irland in New York. Es gibt Inseln im Westen von Irland? Also etwas Ähnliches, ein Örtchen namens Amerika, die Vereinigten Staaten davon. Vereinigte Staaten, ein verheißungsvoller Name. Auch meinen eigenen Staat würde ich gern vereinigt sehen. Oh, du brichst mir das Herz. Vielleicht finden wir in New York einen Kriminellen namens Giovanni. Giovanni? Das ist kein einzelner Kerl, das ist ein ganzer Clan. Ein ganzer Clan Krimineller. Sie haben den alten Cappadocius erwischt und ausgesaugt. Der gesamte Clan der Cappadocianer ist hin und die Giovanni haben ihre Macht. Das überrascht mich nicht. Die Cappadocianer waren bereits zu meiner Zeit sehr anfällig und widerstandslos. Was passierte mit den Brucher? Was ist nicht mit ihnen passiert? Die Brucher sind mit den Ventru zusammengegangen in eine große Familie namens Camarilla. Toreador, Gangrel, Nosferatu, die verrückten Malkavianer. Sogar die Trimer sind dabei. Die meisten aus Angst vor Gehenna. Unser wirklicher Feind ist der Sabbat, bestehend aus Chimiske, La Sombra und einigen der schlimmsten Vampire der Welt. Mir sind die Snobs der Camarilla genauso egal wie jedem anderen Vampir auch, aber ich will mich nicht aus einem modrigen Grab freibuddeln müssen. Das ist der Brauch des Sabbat. Sie schlagen dich halb tot und begraben dich dann. Kurz bevor du verhungerst, gräbst du dich an die Oberfläche und vor Wahnsinn wirst du zum Tier. Daher arbeite ich mit der Camarilla gegen den Sabbat. Meine Vergangenheit ist tot. Ich diene nicht länger den Launen der Ahnen in ihrem Dschihad. Du kannst dich nicht allein durchschlagen. Ohne Freunde hast du hier verloren. Besonders wenn du diese Aneska finden willst. Ich kann dir zwar nicht helfen, die Giovanni zu finden, aber ich weiß so einiges über Schmugglerschiffe. Die sind in London fest in der Hand der Setiten. Ich kenne einen Setitenpuff im East End. Da sollten wir mal reinschauen. Aber pass auf, die Setiten sind echt übel. Puff? Die hat es damals auch schon gegeben, Chris. Selbst ein Dinosaurier wie du kann nicht älter sein als das älteste Gewerbe der Welt. Nun komm schon, wir brauchen Ausrüstung. Du kannst etwas von dem alten Müll verscheuern und dir ein paar richtige Waffen zulegen. Mein Kumpel Otto hat sicher etwas Passendes für dich. Er hat sein Lager in dem alten Laster unter der Brücke. Du solltest vorsichtig klopfen, er ist ein wenig schreckhaft, seit er sich die Kriegsverletzung einholte. An der Birne. Wir benötigen einen Schmied und einen Alchemisten. Sowas Ähnliches. Jo, also der Ping ist mir trotzdem etwas komisch. Hä? Achso, da kann ich wieder mit dem Schankwirt quatschen. So, finden Sie die Quelle. Wie infiltrieren Sie diese Titenbehausung? Ja, das machen wir dann auch noch, aber erstmal gehen wir zum Schmied. Zum Otto. All diese Kutschen ohne Pferde und elektrischen Lichter müssen dich ganz schön verwundern, oder Chrissy? Ich wurde Zeuge der Perversion der Trimera Lehm, der wie ein Mensch geht und Geister der Toten, Lichter und Wagen sind nichts im Vergleich dazu. Genau! Ich wurde Zeuge der Perversionen der Trimera. Lehm, der wie ein Mensch geht und Geister der Toten. Lichter und Wagen sind nichts im Vergleich dazu. Ach, sei ruhig, wer hat dich gefragt? Du brauchst mich, um hier zu überleben. Aha, da sucht jemand seine Existenz.
Berechtigung sozusagen. Ja, aber da wurde mal ein bisschen erklärt. Achso, hier wollte ich gucken. Irgendwas. Wie es eigentlich dazu kam. Beziehungsweise was aus dem Brucha wurde. Hä? Ich kann hier nicht lang. Was ist das für ein Scheiß? Ich komme nicht an den Bus vorbei. Ich bin zu dick. Gut, hier, das sieht ein bisschen eng aus. Ich probiere nochmal hier oben lang zu gehen. Ich hoffe, der greift mich nicht wieder an. Aber da darf ich ihn halt nicht angreifen. Hier ist noch so einer. Wo geht's denn hier lang? U-Bahn nach Ost-London. Ich sollte dich auf den neuesten Stand bringen, Christoph. Mal schauen. Hausierer und Geldwechsler besiegten Priester und Adlige. Die Welt wird jetzt von den Händlern beherrscht. Die Bauern regieren sich selbst, indem sie wählen, wer König sein darf und wer zum Hofstaat gehört. Und einige Leute glauben noch immer, die Welt sei in 7 Tagen erschaffen worden, obwohl die Menschen schon auf dem Mond waren. Ich wäre so, dass ihr ihnen auf dem Mond Gesellschaft leistet, wenn ihr diesen Gefasel nicht einstellt. Der Herr vollendet die Welt in 6 Tagen, also ist der Glaube in den vergangenen 800 Jahren nicht gestorben. Der Herr vollendete die Welt in 6 Tagen, also ist der Glaube in den vergangenen 800 Jahren nicht gestorben. Leider nicht. Naja, es ist weniger Glaube, mehr meiner Meinung nach ein bisschen, naja, ich sag mal, ich hänge mich mal weit aus dem Fenster und sag mal, dummes, keine Ahnung, dummes Glauben, also an Gott zu glauben und so ist ja schön und gut, sollen sie auch machen, aber so wirklich dann zu steif und fest zu behaupten. Mach dich auf etwas gefasst, Chris. Die verdammten Setiten machen die Bevölkerung zu Ghulen und verkaufen sie an Sterbliche und Kainiten. Wir bezahlen, um von den Huren zu trinken. Die Setiten nehmen sich die Kunden. Die Saftsäcke sind zwar hinterher etwas erschöpft, aber sie ahnen nichts. Ohne Frage ein gemütlicher Ort. Die Chefin des Hauses ist eine Setitin namens Lucretia. Sie verkauft Ghoul-Sklaven an den Sabbat in Amerika und befördert Drogen und Waffen mit ihren Frachtschiffen. Sie macht vielleicht auch Kohle, indem sie Dreck für die Monster transportiert. Ja, Amerika, ein kleines Örtchen. Ach so, Bordell, nee, da wollte ich noch gar nicht hin. Ich will endlich meinen Scheiß verkaufen, was ist denn das? Und er hat recht wenig Blut, aber den lasse ich nicht an mir trinken. Der sieht schon ein bisschen räudig aus. Als ob er die eine oder andere Krankheit hat. Ich gehe mal hier runter. Da hat man sich gerade... Ich bin verdammt durstig. Ich könnte einen Lolli gebrauchen. Lolli? Einen sterblichen Nahrung, du Idiot. Wir dürfen nicht das Leben derer nehmen, von denen wir uns ernähren. Ach, hau doch ab! Was kümmern dich die Saftsäcke überhaupt? Solange wir die größere Macht haben, müssen wir sie beschützen. Wie kann man nur so spießig sein? Es ist wichtig. Okay, okay. Kein Töten beim Essen. Herrgott nochmal. Boah, der geht mir richtig auf den Keks und der ist so unfreundlich und unrespektabel uns gegenüber. Aber es wird man dem schon noch einpläuen irgendwie. Und das sehen wir dann also in der nächsten Folge, wie wir Pink vielleicht verprügeln, wahrscheinlich nicht. Und wie wir dann hoffentlich endlich mal irgendwie einen Laden finden. Bis dahin, tschüss.